Herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Unknown. Wir waren hier stehen geblieben, ich wusste nicht so ganz, was ich mit ihm machen soll. Ich habe überlegt, ihn hier reinzuschicken und dann auf Feldposten zu setzen. Wenn dann das Alien um die Ecke kommt, hoffe ich, dass ich ihn einfach abknallen kann. Das Problem ist, was ist, wenn der den irgendwie nicht sieht? Oder was ist, wenn das Alien ihn irgendwie von woanders abknallen kann? Wenn das Alien schneller ist. Ich will ihn aber auch nicht mit halber Verteidigung stehen lassen. Aber da steht er eben auch, wie mit runtergelassenen Hosen. Wird er einmal getroffen, ist er tot. Ich kann mich mit ihm auch ein Stück zurückziehen, ihn heilen. Aber wohin dann zurückziehen? Ich kann auch mich ganz weit zurückziehen, dann kann er aber keine Aktion machen. Ich glaube, wir ziehen uns ganz weit zurück. Auch wenn er keine Aktion mehr machen kann. Ich möchte ihn gerne in Sicherheit wissen. So, hier haben wir 20% Trefferchance, das kannst du schön vergessen. Deshalb Feldposten. Gleiche gilt hier, Feldposten. Und hier. Er hat hier sowieso eine halbe Deckung, also kann er auch theoretisch noch hier hochlaufen. Wer sieht den von hier aus sogar? 15%? Ne. Ne, Feldposten. Dankeschön. Ah, hier breitet sich Feuer aus. Okay, was der jetzt gemacht hat, habe ich nicht so ganz kapiert. Ach komm, heil dich mal. Das kannst du nicht umsonst. Möchte ich vorrücken? Versuchen, ihn zu flankieren. Ne, das geht schief. Das geht schief. Ich habe ein bisschen Sorge, weil hier gerade alles ab. Brett. Das Feuer hat sich durch gleich, glaube ich, ausgebreitet. Das heißt, uns schmilzt hier wahrscheinlich auch gleich die Deckung weg. Mach mal Feldposten. Die Chance zu treffen ist einfach zu gering. Das gilt im Grunde genommen für alle. Bei dir möchte ich ganz gerne, dass du dich dahin zurückziehst. Und hier bitte einfach Feldposten. Das ist der Typ mit dem anderen Medikit. Interessant. Der kann mal versuchen, da weiter so zu decken. Der steht da auf erhöhter Position. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber da unten hat er volle Deckung. Das ist auch nicht schlecht. Deshalb geh dahin und mach Feldposten. Jetzt beweg dich. Gefälligst. Der wartet nur ab. Ich weiß nicht worauf. Der wartet nur ab. Das Ganze gibt mir natürlich ein bisschen Zeit. So, können wir noch eine Runde laufen bis nach da. Kann man das eventuell auch auf wen anders anwenden? Geht er nochmal dichter ran? Kann ich dann Runde heilen? Ja, genau, auf die. Steh wieder auf, Cowboy! Ja, Cowboy, steh wieder auf. Mit Zügen und Holzscheiten ist das ja auch immer ein schönes Western-Szenario. Berg bleibt mal hier. Das war jetzt im Grunde genommen die Runde, die ich gebraucht habe. Um die eine da zu heilen. Ach komm, 15% schießt einfach drauf. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit abwarten, nur. Außerdem schießt mir ihm damit die Deckung weg. Schuss hat nicht gesessen. Das heißt, jetzt ist jetzt unter Zugzwang. An Boden. Nein, ist er nicht. Der hat nicht mehr so viel Schuss. Lad mal nach. Geladen und entsichert. Jetzt haben wir hier natürlich schon 35%, das ist mehr. Das ist immerhin ein Drittel. Das heißt, wenn ich mit drei Leuten aufschieße, müsste das ja statistisch gesehen ein Treffer sein. Ich weiß allerdings auch. Es geht nicht nur um die Statistik. So, hier
sieht man, es geht nicht nur um die Statistik. Verdammt! Ein lebt noch! Hier wieder Feldposten, da wird die Flanke gedeckt. Und hier auch ein Feldposten, bitte. Vielleicht ist er ja, Mann. Man weiß es nicht. Dünne Männer. Hauen wir die Arschlöcher um! Es ist unfair, dass die zwei Züge haben, quasi. So, jetzt bitte treffen, dann haben wir ein Problem weniger. Na, okay. Dann nicht. Ziel steht noch. Ja, das habe ich auch gesehen. Ah, jetzt hat er auch neuen Mut. Bitte treffe. Der trifft nicht. Ich hatte Hoffnung und Träume. Der bewegt sich weiter, wohin will der? Der steht da verdammt offen. Ich hoffe, das weiß der. Nein, ich hoffe, das weiß der nicht. Schieß mir drauf. Wenn er sich schon so dahin stellt, ist das wirklich nicht mein Problem. So, jetzt ist die große Frage. Wer kann was? Der kann schießen. Der soll da auch mal schießen. Ist halt die Chance nicht ganz so groß. Verdammt, Feind lebt. Aber ich gehe irgendwie davon aus, dass die auch versuchen würden, da zu schießen. So, das Feuer ist zum Glück weg, nachdem die Deckung da oben auch weg ist. Von hier aus könnten wir wieder schießen. Wir versuchen es auch nochmal. Oh, das sieht gut aus von der Kamera her. Ja, ein Treffer. So, der Magic Man ist derjenige, der nochmal die Seite hier deckt. Und du deckst hier nochmal die Seite. Ob das so klug ist, frag mich nicht. Mach's einfach. Ah, es war unklug, glaube ich. Ich hätte ihn noch auf der anderen Seite da stehen lassen sollen. It's Magic. Nee, der trifft. Der trifft! It's Magic! Sehr gut. Das heißt, wir können uns jetzt mal ein bisschen sammeln hier und vorsichtig weiter vorrücken. Mit sammeln meine ich vielleicht nicht ganz so sammeln. Ein bisschen teilen wir uns auf. Es soll natürlich wieder eine schwierige Mission sein. Ich möchte also so vorsichtig sein, dass ich noch häufig den Feldposten benutze. Wenn es geht, eigentlich mit jedem Soldaten. Da habe ich mir schon wieder... Rock'n'Roll. Ach, jetzt habe ich nachgeladen. Ach, verdammt. Egal. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Für dich ist das auf jeden Fall nicht verkehrt. Also geh mal dahin und lad dann nach. Du hast nämlich schon ziemlich viel geschossen. Oh, yeah. Die Frau im Team würde ich ja eigentlich auch noch mal sehr gerne heilen. Die hat nämlich nur noch 6 Lebenspunkte. 6 Lebenspunkte bedeutet leider, die kann theoretisch gesehen mit einem normalen Treffer schon ausgeschaltet sein. Da bin ich natürlich nach rechts ziemlich ungedeckt, wenn ich nach da laufe. Gehen wir mal nach dort. Man kann notfalls ja immer noch zurückrennen. Okay, das heißt für dich, glaube ich, erstmal Feldposten. Obwohl, das mit dem Feldposten war vielleicht doch noch nicht ganz so gut. Ich frage mich, ob Fässer explodieren können. Vor allem die roten. Ne, nicht feuern. Feldposten. Ja, auch einmal Feldposten. Du, ja, ich möchte dich eigentlich auch nicht jetzt ganz weit hinten haben. Du kannst also mal spurten ausnahmsweise. Aber auch nur ausnahmsweise. Okay. Immer noch keinen Gegner zu sehen.
Was steht da eigentlich drauf gerade? Stand da Phyraxis? Phyraxis, achso. Vermutlich trotzdem eine Anspielung. Aber ich bin mir nicht sicher. Nee, machen wir besser keinen Feldbus. Wir müssen den Sturmsoldat immerhin so langsam noch mitziehen. Jetzt spurt man natürlich, ist vielleicht nicht ganz klug. Ich möchte mich eigentlich mit dem ganzen Team ein bisschen weiter nach rechts verziehen. Nicht nur immer so stückchenweise. Okay, jetzt machen wir alle Feldposten und sind zufrieden. Bitte schön, Aliens. Okay, man hört was von da vorne. Was war das für ein Geräusch? Ja, das kannst du gleich mal gucken und du kannst nämlich mal um die Ecke gehen. Vielleicht siehst du dann schon was. X-Rays gesichert. Ich dachte es mir. Die Schweber. Okay, also was tun? Kurz mal nur zu eurer Information, meine Befürchtung. Einer schießt mir die Deckung weg, die anderen bringen ihn um. Das ist gerade so mein Worst-Case-Szenario. Muss aber nicht unbedingt eintreffen. Nee, doch nicht auf den, hast du kaum eine Trefferchance. Auf den, da ist 65, das klingt gut. 60% kritisch, weil das sich auch nirgendwo hinter versteckt. Damit haut man den schon mal gut um. Also diese Zugteile bringen wirklich eine hohe Deckung. Gefällt mir ganz gut. Aber bis dahin wäre Spurt. Trotzdem hast du eine erhöhte Position. Hast du eine gute Deckung nach vorne. Und auch noch ein Stückchen zur Seite. Ja, die beiden sind jetzt natürlich ein bisschen sehr weit weg, leider. Hätte ich vielleicht darauf achten sollen, ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es klug ist, ich mach's einfach. Der sieht den noch, aber ist ein bisschen weit weg. Er ist am Feldposten. Der macht Feldposten, das heißt, der könnte gefährlich werden nachher. Und der schießt. Trifft aber zum Glück nicht, sehr gut. So, ich hoffe mal, du kannst dich jetzt auch gleich revanchieren. Ah, so muss das sein. Euch lasse ich gerade erstmal. Wir müssen gleich auch unbedingt nachladen. Mit ihm. Mit ihm auf keinen Fall. Der hat Feldposten. Ich möchte mich also nicht so weit bewegen. Das heißt, wir versuchen mal drauf zu schießen. 45% ist auch was, wo man treffen kann, wie man sieht. Und jetzt wird mal eben geguckt, wie geht's denn eigentlich munitionsmäßig? Du kannst mal nachladen. Nachgeladen. Du auch. Los jetzt. Und hier weiß ich gerade nicht. Da habe ich nur eine halbe Deckung, obwohl das Ding so groß ist. Du gehst mal Feldposten. Und dann gucken wir mal, was die Aliens machen. Jetzt wieder mal vorsichtiges Vorrücken. Wir können aber auch mal da reingehen. Ähnliches gilt hier, man kann einfach mal da reingehen. Dann auf Feldposten. Burg. Geht mal so ziemlich in die Mitte. Feind in Sicht! Ah. Warum muss ich mich jetzt eigentlich so erschrecken? Du kannst auch nochmal zurückgehen, habe ich gehört.
Das soll sehr sinnvoll sein. Hier bitte einmal Feldposten. Hier bitte einmal hier rüber und auch Feldposten. Die sind ja quasi die, die diese Flanke hier decken. Na, ha, 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 ha. Na, ha, 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 ha. Au. Das war schmerzhaft. Und der Kleine gibt ihm jetzt den Rest, oder wie? Nein, tut er nicht. Okay, Roberts. Der Magic Man vom Dienst. Im Prinzip kannst du spurten, wenn du dann in einer guten Deckungsposition bist. Ich sehe das Viech gerade auch nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wo das genau war. Das war doch, glaube ich, hier oben auf dem Zug drauf, oder? Wie weit kannst du laufen? Und du? Okay. In dem Fall können wir dich mal da zum UFO-Teil schicken. Wir sind auf zwei Ebenen. Ich weiß nicht, wie sich in dem Fall deine Granate auswirken würde. Also wenn ich jetzt da oben drauf eine Granate platzieren würde. Na, ich mach das einfach mal so. Ich weiß nicht, ob ich beide treffe. Wir werden sehen. Ja, tue ich. Okay Leute, wie es weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und ciao.